Er knüpft, indem er seine Geschichte erzählt, einen Faden zu ihrer eigenen Lebensgeschichte. Ja. Du, ich war auch mal so einer. Du, also als ich das gehört habe von dem Jesus, der angeblich auferstanden bin, sei, da habe ich gesagt, das muss ausgerottet werden. Und die Pharisäer waren auf meiner Seite und so weiter. Also total klasse, wie er die Geschichte erzählt und seine Zuhörer mitreinigt. Ja, das geht ja auch für mich. Ja, das ist total wichtig. Ich meine, ich erzähle meine Geschichte meinem Nachbarn ganz anders, als wenn ich vielleicht einer Jugendgruppe eingeladen werde oder und das vor einer Gruppe sage, ne? Oder meinen Kollegen oder so, ne? Ja. Also man stellt sich ja inhaltlich auch, nicht, dass man die Geschichte verfälscht, die man erlebt hat, aber man hebt Dinge hervor, wo man eine Identität mitstiften kann, ja. Wo man sagen kann, okay, das haben wir gemeinsam gehabt in der Geschichte. Ganz genau, ganz genau. Und da fühlt man sich, ja, ich kann mich jetzt in den Paulus hineindenken. Boah, die Pharisäer sind dagegen und Paulus war auch dagegen und so. Und er meinte, ein gutes Tat zu tun, tun wir auch. Boah, jetzt bin ich gespannt, wie die Geschichte weitergeht.